Die Ostfriesischen Inseln. Die Ostfriesischen Inseln liegen vor der niedersächsischen Küste. Es gibt 7 Hauptinseln: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spilkrog und Wangerooge. Obwohl Borkum die größte Insel ist, hat Norderney die größte Stadt. Norderney hat eine Bevölkerung von 5810. Dies ist die größte Bevölkerung aller Ostfriesischen Inseln. Norderney wird der Schwerpunkt dieser Präsentation. Gebiete außerhalb der Stadt sind kaum besiedelt, außer dem Leuchtturm und dem Golfplatz. Beide sind in der Nähe von Norderneys Flugplatz. Das Wetter in Norderney ist im Durchschnitt ein wenig kühl. Die wärmsten Monate sind Juli und August. Der November ist der feuchteste, während Februar der trockenste ist. Die Insel ist schlecht bewachsen mit sehr wenigen Pflanzenarten. 2 der Hauptpflanzen sind Dünngrashocken und Sanddorn, aber die häufigste ist der gewöhnliche Strandhafe. Die Tierwelt umfasst 95 verschiedene Vogelarten, um nur einige zu nennen, die Graugans, Spatzen, Vögel, Schnepf und Enten. Die 2 wichtigsten Säugetierarten auf der Insel sind die Robben und die Kegelrobben. Verschiedene Meerestiere sind auch dabei, Krabben, Garnelen, Seesterne und Austern. Der Nationalpark Wattenmeer erstreckt sich über und über die Insel Norderney. Einen Hauptbauplatz auf Norderney ist Tidal Creek am östlichen Ende der Insel. In der Vergangenheit war Norderney genauso populär, wie es noch heute ist, aber die Insel wurde sicherer für die Besucher gemacht. Nach Schäden durch Winterstürme wurde ein neuer Steinwand auf der Nordseite hinzugefügt. Viele Menschen besuchten Norderney, einschließlich König Georg V. von Hannover, der es seine Sommerresidenz machte. Prinz Bernhard von Bülow, begleitet von seiner Frau Luise Viktorin, hat auch auf Norderney übernachtet. Norderney ist bekannt für seine Bauten und künstlerischen Denkmäler, nämlich das Kaiser Wilhelm Denkmal. Das Kurhaus wurde 2008 renoviert und verfügt nun über ein Casino, Informationszentrum und Stadtbibliothek. Die Windmühle Zeldinseret wurde ebenfalls vor kurzem nach einem Brand renoviert. Es gibt viele schöne Kirchen auf der Insel. Sie erklären die verschiedenen religiösen Einflüsse von Norderney, nämlich katholische und evangelische. Die jüdische Synagoge von 1880 ist obsolet, weil immer weniger Juden besuchen. Nun haben der Strand und die Stadt mehrere schöne Luxushotels, sodass Norderney eine beliebte Touristenattraktion für viele ist.